Als Lehrer an einer magischen Schule ist man natürlich öfter das Ziel von Schülerflüchen. Und wie man sich dagegen am besten verteidigt, lernt man natürlich auch bei uns. Letztens wurde ich verflucht und hatte Albträume, die mich in meiner Nacht doch sehr plagten. Es waren eigentlich sehr schöne Träume, die schön anfingen mit netten Frauen, die in mein Bett krochen. Doch als ich dann die Bettdecke hochhob, blickte ich nur in große, bezahnte Münder. Ein ziemlicher Schreck. Doch mit unseren Verteidigungskünsten lachen wir am Ende immer noch am besten. Und am Ende bleibt nur ein Extrakt eines Traumes, in diesem Fall große, bezahnte Münder, die wir für weitere magische Zwecke einsetzen werden.